Frau Wang, Frau Göring-Eckert? Also ich würde sagen, wir haben, was Sozialpolitik angeht, häufig eine ähnliche Analyse. Manchmal unterschiedliche Antworten, aber ob das jetzt näher gekommen ist oder ob das immer schon so ähnlich war, kann ich gar nicht genau beurteilen. Mhm. Frau Wagenknecht, wie sehen Sie es? Gut, ich bin ja damals nicht in die SED gegangen, weil ich die DDR so toll fand, sondern weil ich gehofft habe, dass man sie reformieren kann. Also ich war ja jemand, der in der DDR nicht studieren durfte. Also es war jetzt nicht so, dass ich da aus einer staatstragenden Haltung herausgekommen bin. Guck mal, Ralf mag ein guter Sportreporter sein. Nur das, was er da gerade erzählt hat, geht an den eigentlichen Tatsachen vorbei. Weil Kapulcius gerade im Chat schreibt. Also er kann sich ja trotzdem instrumentalisieren lassen, obwohl er ein guter Sportreporter ist. Das hat doch damit nichts zu tun. Also deswegen sollte man zu so einer Sendung vielleicht keine Sportreporter einladen, sondern Leute, die sich wirklich auskennen und die dann kontrovers miteinander diskutieren lassen. Auch die vom Berliner Hauptstadtstudio hat hier nichts zu suchen. Da kann man, keine Ahnung, Klaus Strunz gegen Michael Lüders diskutieren lassen und dann hat man eine kontroverse Debatte. Aber man muss ja nicht drei Leute mit der gleichen Meinung einladen, die von den zwei sehr wenig Ahnung haben. Also das ist ja hier de facto der Fall gewesen. Sie quasi seitdem näher gekommen sind, glauben Sie? Ich will jetzt nicht zu Frau Göring-Eckert persönlich viel sagen, aber zu den Grünen muss ich sagen, die sind mir natürlich sehr viel ferner geworden, weil ich die Grünen in ihren Anfangszeiten, auch noch in den 90er Jahren, eigentlich eher als eine friedensorientierte Partei wahrgenommen habe. Und in den letzten Jahren sind die Grünen oder gerade jetzt seit Beginn des Ukraine-Krieges eben ganz massiv in eine Richtung abgebogen, für Waffenlieferungen. Ehemalige Wehrdienstverweigerer kennen jetzt die genauen Namen aller in Deutschland produzierten Panzertypen und gerieren sich als Militärexperten. Das ist mir sehr fremd und ich halte es vor allem auch für gefährlich. Wir werden das diskutieren, wenn Sie mir erlauben, dass ich doch noch mal, das geht ganz schnell, Sie können ja oder nein sagen, dann wissen wir, wie unterschiedlich oder wie gemeinsam Sie möglicherweise an manchen Punkten denken. Also die Schuldenbremse lockern, ja oder nein? Ja. Investitionen sollten rausgenommen werden. Es reicht auch ein Ja oder Nein. Nicht nur Investitionen, ja, da kann man Ja sagen. Schuldenbremse komplett abschaffen. Die hat nichts in der Verfassung verloren. Also das Haushaltsrecht ist das vornehmste Recht des Parlaments und es ist eine Einschränkung der Demokratie. Ja, dieses Recht plötzlich in die Verfassung schreibt und damit dem Bundesverfassungsgericht Kompetenzen über die Haushaltsführung de facto gibt. Also sowas ist schlichtweg antidemokratisch. Sowas sollte man nicht machen. Und das verbietet dem Bundestag ja auch eine rationale Haushaltspolitik. Also wenn Unternehmen und Privathaushalte Nettosparer sind, das kann Wagenknecht jetzt alles nicht erläutern, dass sie nur mit Ja oder Nein antworten darf, dann da muss der Staat sich verschulden, wenn die Wirtschaft nicht schrumpfen soll. Anders geht es nicht. Anders geht es in so einer wirtschaftlichen Situation, wie wir sie jetzt seit 20 Jahren haben, nicht. Ich hoffe, wir kommen jetzt auf das Thema Israel zurück. Also das wäre ja jetzt blöd, wenn Wagenknecht hier nur zu so innenpolitischen Sachen eingeladen wird. Also das ist ja jetzt, also das fände ich ja jetzt wirklich problematisch, wenn, also dann hätten wir ja wirklich keine kritische Stimme zum Iran-Israel-Konflikt. Also ja, die Reichensteuer und Erbschaftssteuer erhöhen? Nicht für die Mittelschicht, für die wirkliche Oberschicht, für die sehr, sehr Reichen. Für die Superreichen, ja. Bürgergeld erhöhen? Ja. Ja, aber man muss natürlich genau hingucken, wer es bezieht. Mindestlohn erhöhen? Ja, auf jeden Fall. Einverstanden? Bisher nur Gemeinsamkeit, neue Atomkraftwerke. Also wie gesagt, das ist dumm, dass das, also Talkshows sind allgemein dumme Formate. Es ist nicht gut, dass hier nur durch ein einziges Wort beantwortet werden dürfen. Sowas mit Mindestlohn muss man weiter ausführen können. Ich meine, da war es ja beispielsweise die SPD, die der Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert hat. Sowas müsste man vielleicht mal ausführen können. Aber diese Ja-Nein-Fragen, also da kann sich jeder im besten Licht darstellen, da kein Widerspruch kommen kann in diesem Format. Bauen? Totaler Quatsch, viel zu teuer, viel zu gefährlich und viel zu schwierig für die Stromkosten, die werden nämlich in die Höhe gehen. Ich höre Nein heraus, Frau Wagenknecht. Ich hätte in der schwierigen Situation, in der wir jetzt waren, die drei nicht abgeschaltet. Aber ich glaube, dass wir die Grundlast in Zukunft anders sichern müssen. Aber dafür brauchen wir dann eben andere Energieträger. Also nur mit Sonne und mit Wind werden wir die deutsche Volkswirtschaft nicht am Leben halten. Ich bin bei Jugend debattiert und da stellt man Fragen so, dass man sie mit Ja oder Nein beantworten kann. Ja, und das ist unglaublich dumm. Also schlag dir das aus dem Kopf. So kann man keine Debatte führen.
Aber wir sind nicht mehr jung, ich glaube, daran liegt es. Ach so, okay. Also ich glaube auch, die Welt ist komplexer und eigentlich würde ich gerne auch was zu den Dingen sagen, die mir gerade vorhin unterstellt wurden, von wegen bestimmter Haltung, wegen der 5%-Hürde oder sowas. Ja, ich habe noch drei. Ich würde es gerne trotzdem wissen, Tempolimit sinnvoll für den Klimaschutz? Ich denke schon. Die Frage ist, bei welcher Größenordnung. Also bestimmt nicht 120. Ja, selbstverständlich. Okay. Die Cannabis-Legalisierung war richtig und wichtig? Die Entkriminalisierung hilft, glaube ich, der Polizei und hilft für mehr Prävention, ja. Es ist ein schlechtes Gesetz. Ich finde, jeder hat das Recht, sich selber auch zu schädigen. Man darf Alkohol trinken, wenn man erwachsen ist. Man darf rauchen, also darf man auch Cannabis konsumieren. Aber so wie das Gesetz gemacht ist, habe ich Sorge, dass der Handel mit Cannabis deutlich mehr floriert und am Ende auch Kinder und Jugendliche stärker betroffen werden. Okay, ich gebe es auf. Aber vielleicht eine noch, wo Sie mit Ja oder Nein antworten können. Ja, ich gebe es auf. Also wenn du grundsätzlich fragst, ob Cannabis legalisiert werden könnte, sollte, dann kann man mit Ja oder Nein antworten. Aber wenn du fragst, wie die Legalisierung, so wie sie jetzt zu bewerten ist, natürlich wird die Antwort dann länger sein, weil man in diesem Gesetz bestimmte Punkte hat, die man eben ablehnt und bestimmte, die man gut findet. Also sie könnte ja grundsätzlich die Frage stellen, sollte Cannabis legal sein, wenn sie eine einfache Ja-Nein-Antwort wollte. Also eint sie die Sorge, dass in Thüringen im September bei den Wahlen ein Ministerpräsident Björn Höcke von der AfD rauskommen könnte? Nein. Also ich hoffe, sie sagt jetzt wirklich nein. Ramelow war schon so schlimm, da kann Höcke eigentlich nichts mehr kaputt machen. Das wäre eine gute Antwort. Ich denke, ich hoffe, dass wir, indem wir eine wirklich seriöse Kraft in Thüringen jetzt an den Start bringen, mit einer sehr, sehr guten Spitzenkandidatin, Katja Wolf, die Bürgermeisterin von Eisenach ist, Oberbürgermeisterin, dass sehr, sehr viele Thüringerinnen und Thüringer uns wählen werden. Also und dass wir eine solide Regierung bekommen in Thüringen, das wünschen sich die Menschen und das braucht auch Thüringen, weil da sind viele Dinge in den letzten Jahren auch schiefgelaufen. Das war ja ich verstehe, dass Sie Werbung für Ihre Partei machen, aber die Frage war einfach. Haben Sie Sorge, dass... Also die ehrliche Antwort wäre nein. Ich interpretiere es, Sie werden es verhindern. Und Sie? Natürlich habe ich Sorge. Du brauchst nichts reininterpretieren. Sarah Wagenknecht hat gesagt, das BSW will an die Regierung mit Katja Wolf. Halte ich für etwas unrealistisch, aber man soll ja nicht... War jetzt keine schlechte Antwort, die Wagenknecht abgegeben hat, aber die vernünftigste Antwort, die wäre, wie gesagt, nein gewesen. Also die Altparteien, die haben schon so viel Schaden angerichtet, da kann Höcke eigentlich nichts mehr kaputt machen. Das wäre die beste Antwort gewesen. Sorge, dass die AfD zu stark wird. Ich bin aber sicher, dass die Demokratinnen und Demokraten in Thüringen sich so weit verständigen und unterhaken werden, dass die Gefahr, dass Herr Höcke in ein Regierungsamt kommt, zur Seite gewischt werden wird und kann. Mhm. Das ist auch die Stärke der Demokratie. Ich glaube, das haben auch alle gemeinsam verstanden. Und da geht es um was Gemeinsames. Es geht nicht darum, dass eine Partei jetzt alles rettet. Auch nicht das Bündnis Sarah Wagenknecht. Es wird darum gehen, wie viele sind im Parlament tatsächlich und alles das. Und das ist das aber Problem für die Grünen, weil sie da um die 5% gerade bei den Umfragen liegen. Es könnte sein, dass sie es nicht machen. Was wir spüren, ist genau diese Frage. Daran hängt es nämlich am Ende, ob eine stabile Mehrheit jenseits von Herrn Höcke wirklich gebildet werden kann. Ja. Würde das am Ende dazu führen, dass Sie beide miteinander regieren? Nein. Also nach besser Umfragen wird sich die Frage nicht stellen, also weil die Grünen ja doch offenbar nicht wieder im Parlament sind. Aber ich glaube, nein, Koalition mit den Grünen sind ausgeschlossen. Also das hatte sie ja in der Vergangenheit schon gesagt und das sollte sie hier so klar auch sagen. Sonst werden hier irgendwelche AfD oder CDU sagen, guck mal, die Wagenknecht, die will mit den Grünen koalieren. Und dann muss man unglaublich viel Medienarbeit leisten, um das dann wieder einzufangen. Also hier könnte man jetzt klar und deutlich antworten, nein, Koalition mit den Grünen sind ausgeschlossen. Das ist wirklich auch eine Entmündigung. Das ist genau das, was Sie immer gerne machen. Nein, aber ich finde, es ist auch eine Entmündigung des Wählers, vor der Wahl immer über Koalition zu reden. Also wir reden lieber darüber, was wir in Thüringen verändern wollen, was auch für viele Menschen sich ändern muss in unserem Land. Und natürlich, dass überhaupt Höcke so stark ist, dass die AfD so stark ist. Das ist ja nicht, weil so viele Menschen in Deutschland rechtsextrem sind, sondern das ist, weil wir in Deutschland so grottenschlecht regiert werden, seit die Ampel regiert in besonderer Weise, dass viele Menschen einfach entsetzt sind und sie wollen ein Zeichen dagegen setzen. Und davon profitieren zurzeit eben auch politische Kräfte, die mir auch nicht gefallen. Aber ich finde, vor allem muss man die Politik verändern. Ja,
Also die Entmündigung des Wählers möchte ich gerne zurückweisen, einfach weil ich glaube, dass der Wähler auch ein Recht hat, zu erfragen, ob Konstellationen vorstellbar sind. Nichts weiter habe ich getan. Ich nehme Ihre Antwort jetzt so, dass Sie es eher nicht vorstellbar sehen. Man redet hier die ganze Zeit über die AfD. Also ladet doch den Höcke mal ein und lasst ihn mit Wanknecht debattieren. Dann hat man halt mal keine Stimme aus dem Mainstream. Wäre das so schlimm? Ich meine, man hat andauernd so irgendwelche Leute aus dem Mainstream. Also hier wieder auch 5-1, also oder 6-1, sogar stimmt, waren ja vorhin 2. Also 6 Leute aus dem Mainstream und dann noch Sarah Wagenknecht. Also und dann die Moderatorin, die auch aus dem Mainstream kommt, also 7-1. Was soll das? Also ladet doch einfach mal den Höcke ein. Dann kann man ihn doch zu Koalitionsoptionen befragen. Egal wie. Er hat ja ziemlich klar gesagt, dass er mit der CDU koalieren würde. Deswegen stellt sich die Zusammenarbeit des BSW mit der AfD wahrscheinlich sowieso nicht. Also deswegen frage ich mich, was dieses ständige Spekulieren über Höcke soll, wenn er nicht da ist.